Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von Gate to the Games zum Opening der Quajutsu GXbox aus dem Film oder zum Film Meisterdetektiv Pikachu. Und dieses Mal gibt es hier ein Gewinnspiel. Was ihr dafür machen müsst, das werde ich natürlich erst ganz am Ende verraten. Und wir gucken uns jetzt mal an, was hier Schönes drin ist. Wie immer kann man das auch aufklappen. Ist also ziemlich, ich finde das ziemlich cool gemacht. Das können Sie gerne bei den Boxen öfters so machen. Und ihr habt hier sogar einen Pin mit drin mit Quajutsu, die große Karte, kleine Karte. Und 5 Booster Packs vom Film und 4 normale Booster Packs. Also es ist einiges da drin. Wir gucken mal rein und hoffen mal, dass wir was Gutes ziehen können noch. Bei 4 Packs ist ja die Chance relativ hoch, da vielleicht noch einen guten Pull mit abzustauben. Pass mal auf. So. Große Karte. Okay. Wartet mal kurz. Nein, nicht 4. 2 Booster Packs. Entschuldigung. 5 Master Pikachu Karten. Ach, 4 Karten Booster Packs. Okay. Ja, okay. Mein Fehler. Es sind nur 2 normale Booster Packs drin, nicht 4. Ich hab mich verlesen. Es tut mir so leid. Bitte steinigt mich nicht. So. Komm raus, komm raus. So. Unsere kleine Karte. Code-Karte natürlich. Nicht vergessen. Unsere Packs vom Film. Wir nehmen Ultra Prisma. Ach, vielleicht haben wir Cynthia. Oh, das wäre so gut. Als Glückspack. Und nochmal unsere Packs vom Film. Unsere große Karte. Und schütteln erstmal das kleine Quatsch dazu ein. Damit das alles auch seine Richtigkeit hat. Gucken wir uns mal an. So, Quajutsu GX. Hier ist er. Kamera. Hallo. Jetzt. So, Quajutsu GX vom Typ Wasser mit 230 KP. Mit der Fähigkeit Meisterzug. Einmal während deines Zuges, bevor du angreifst, wenn dieses Pokémon die letzte Karte auf deiner Hand ist, kannst du es auf deine Bank spielen. Wenn du das machst, ziehe 3 Karten. Okay. Schleierschlitzer mit 130 Schaden, einmal Wasserenergie, einmal farblos. Der Schaden dieser Tage wird durch Schwäche und Resistenz. Was? Durch Schwäche, Resistenz oder alle anderen Effekte auf dem aktiven Pokémon des Gegners nicht verändert. Okay. Also macht immer 130 Schaden. Und Dunkelnebel GX mit einmal Wasserenergie. Gib deinem Gegner einen Pokémon von seiner Bank und alle eines angelegten Karten auf seine Hand. Ja gut, da kann man natürlich ein vorbereitetes Pokémon schön punishen. Gucken wir uns mal an, was in den Booster Packs drin ist vom Film. Es dürften eigentlich keine Karten mehr fehlen. Wenn ich jetzt richtig rechne und richtig nachdenke, dürften keine mehr fehlen. So. Wir starten mit Enton, Glumanda, Bisasam und Glurak. Den Pin zeige ich dir auch noch. Keine Angst. Den Pin seht ihr auch gleich noch. Weiter geht es mit Bubungus, Snubbull, Enton. Oh, der Talking hat noch gefehlt. Der Talking hatten wir noch nicht. Stimmt, der Talking ist auch noch neu und mit im Film drin. So, da haben wir hier Carpado, Bubungus, Snubbull und Mewtwo. Weiter geht es mit Bubungus, Snubbull, Carpado und Arcani. Also ich glaube, wir haben jetzt alle Karten. Und das letzte Filmpack ist mit Snubbull, Carpado, Bisasam und Quajutsu. Jetzt haben wir alle Karten. Jetzt haben wir safe alle Karten. Denn Quajutsu hat wirklich noch gefehlt. Auswaschmanöver, wirf eine Münze, wenn dieses Pokémon durch Attacken Schaden zugefügt wird, verhindert diesen Schaden.
bei Kopf. Okay. Jetzt müssten wir wirklich alle Karten haben mit Quajutsu. Ich habe das Set halt vorher nicht gesehen, aber es sind 18 Karten. Doch. Entschuldigung, müsste sein. Müsste passen. Da musste ich gerade mal kurz schluchzen. So. Sonne und Mond Basisset. Und nicht vergessen, die verlosen eine Box. Also mit ein bisschen Glück kann einer von euch auch mal so eine Box aufmachen. Und wir starten mit Pandya, Elima, Quartermack, Enton, Habitak, Dratini, Wommel, Lampi, einem Reverse Snobillycat, Alola Snobillycat und einem Bisbark als normale Rare-Karte. So, Pokémon Sonne und Mond Ultra Prisma. Das Set, was mich zerstört hat, und ich wollte hier unbedingt eine Cynthia oder eine Faulkner draus ziehen. Sollte leider nicht sein. Schade, schade. 1, 2, 3. So, wir legen los mit dem Pokémon Fanclub. Cognodon, die Feuerdisk, Alola Vulpix, Sankabu, Mangunio, Roselia, Cosmog, einem Reverse Magma und einem Knackrack als normale Rare-Karte. Leider auch nichts Gutes gezogen. Schade, schade, schade. Die Boxen bringen mir zumindest kein Glück, aber vielleicht bringen euch ja die Boxen Glück oder besser gesagt diese Quajutsu GX Box Glück. Denn um die Quajutsu GX Box zu gewinnen, gibt es natürlich einige Bedingungen. Zum einen solltet ihr Abonnent dieses Kanals sein. Also wenn ihr es euch gemacht habt, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Zum anderen wäre es sehr lieb, wenn euch die Videos gefallen, dass ihr einen Daumen nach oben gebt. Und zum dritten schreibt ihr bitte in die Kommentare, ich möchte gewinnen. Und zwar mit einer guten Begründung, einer netten Begründung, warum ihr gewinnen möchtet. Ich zeige euch noch schnell den Pin. Und vor allen Dingen schreibt mal bitte dazu, wenn ihr schreibt, ich möchte gewinnen, auch ob ihr euch den Film angucken wollt oder nicht. Das würde mich nämlich mal interessieren. Und das Ganze wird gehen bis zum, lass mich kurz gucken, wir haben heute den 10.04. Bis zum 17.04. habt ihr Zeit, in die Kommentare zu schreiben, ich möchte gewinnen. Am 17.04. 0 Uhr werde ich dann auslosen, wer diese Box gewinnt. Also schreibt in die Kommentare, spammt die Kommentare zu von mir aus und dann gucken wir mal, wer der glückliche Gewinner ist und wird dann von mir informiert. Ich werde das Kommentar anpinnen an das Video und ich werde oben in die erste Zeile dann reinschreiben, wer das die Box gewonnen hat. Also viel Glück an alle. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte auch einen Daumen nach oben da, auch wenn ihr nicht mitmachen wollt. Und wir sehen uns dann im nächsten Pokémon-Video. Und ich hoffe, dass diese Box einen glücklichen Sieger bekommt. Danke fürs Zugucken, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.